Aktionen des Lichts, ein ungewöhnlicher Titel für eine Ausstellung in einem Diözesanmuseum. Da erwartet man doch eher etwas über Heilige oder die Bibel und jetzt einfach Licht. Doch Tobias Kammerer macht es mit Bedacht zu einem zentralen Thema seines Schaffens. Licht, wie er es versteht, passt sehr gut in ein Diözesanmuseum. Christus sagt ja, er ist das Licht der Welt, das Kleid Gottes ist das Licht. Und somit ist natürlich das Licht ein kirchliches, ein christliches Thema, ein göttliches Thema sozusagen. Und der Umgang mit Farbe und vor allem auch mit Glaskunst ist natürlich irgendwo der Umgang natürlich mit Licht, mit farbigem Licht auch. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Dieses Paul-Klee-Zitat lässt sich mit den Bildern der Aktionen des Lichts verbinden. Denn sie holen eine Wirklichkeit des Göttlichen in unsere Welt und stellen sie uns vor Augen. Eine Wirklichkeit, die für viele Menschen heute nicht nur unsichtbar, sondern unwirklich oder gar unmöglich ist. Kamera eröffnet Wahrnehmungsräume in einer auf Effektivität und Zweckrationalität ausgerichteten Welt und kommt dabei ohne Formeln und Parolen aus. Das empfinde ich so. Und ich erlebe es eigentlich auch in der Praxis eben so, dass wir tatsächlich ganz konkreten Bildern und konkreten Worten teilweise überdrüssig sind und uns eigentlich an deutungsoffenen Formulierungen eigentlich noch eher erfreuen und es für uns zum Teil mehr bringt. Unterstrichen wird das durch den Kontrast von alter Architektur und zeitgenössischer, vorwiegend abstrakter Kunst. Das ist mehr als nur eine spannende Konstellation, sondern ein Dialog, ein Prozess der Verständigung, eine gegenseitige Bereicherung. Die historischen Gemäuer sind Bauten, die eben auch heute noch existieren. Und warum sollen wir sie nicht auch mit zeitgenössischen füllen? Wir wollen ja sozusagen nicht nur in einer musealen Welt leben. Wir sind zwar ein Museum, möchten aber auch durchaus zeigen, dass wir offen sind für das Heutige. Und da sind die Werke von Tobias Kammerer natürlich eine ganz wunderbare Gelegenheit, das zu zeigen. Der hat übrigens auch direkt in Kirchen gearbeitet. Allein im Erzbistum Bamberg hat Kammerer einige Projekte für Gotteshäuser entworfen und zum Teil realisiert, in denen aus Licht, Raumhülle und sakraler Kunst Gesamtkunstwerke entstanden. Für die Konzepte gilt dabei das Gleiche wie für die freien Arbeiten. Sie sind Aktionen des Lichts. Es ist nicht nur der Künstler, der geniehaft ein Kunstwerk hervorbringt. Das Licht als Inkarnation der vom Geist belebten Wirklichkeit schafft mit. Diese Energie, die ist tatsächlich etwas, was eigentlich innewohnt, jedem oder auch jedem Gegenstand und vielleicht wird sie so auch verbildlicht. Der Betrachter im Diözesanmuseum hat gute Chancen, diese Energie zu erfahren. Sich einerseits wirklich auf diese Farbexplosionen, auf die Universen der Farbe, auf den großen Leinwandgemälden einlassen, aber auf der anderen Seite in den Kreuzgangfenstern hängen eben feine kleine Kabinettscheiben, die wirklich erst durch das Sonnenlicht zu einer besonderen Leuchtkraft kommen. Und so das Licht sichtbar machen und vielleicht sogar die Transzendenz.